Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und am Stream. Zu dem Nachtragshaushalt ist vor allem im Hinblick auf den Verstärkungsansatz für Personalausgaben im Bereich der Beamtensoldung von Kollegen Oppenbrink und Witzel schon Richtiges, einzig Richtiges gesagt worden. Den Änderungsanträgen, die hier heute vorliegen, schließe ich persönlich mich an bzw. stelle diese mit. Nun, Herr Mostofizadeh, das ist so. Und wenn ich auf den Kollegen Zimkeit einmal eingehen darf, der da kritisierte, dass wir als Antragsteller, wir aber auch in der zurückliegenden kritisierenden Zeit in den Haushaltsberatungen uns als Verfassungsrichter aufgespielt hätten. Ich gehe mal auf die andere Seite des Tisches und da muss ich Ihnen sagen, Sie haben bezüglich des von Ihnen hier verabschiedeten Gesetzes sich ebenfalls als jene Verfassungsrichter aufgespielt, indem Sie nämlich gesagt haben, es sei verfassungsgemäß. Und dann sollten wir die Sache einfach einmal sportlich nehmen und dann schauen wir mal, was der Verfassungsgerichtshof zum Normenkontrollantrag in materieller Hinsicht sagt. Was den Nachtragshaushalt angeht, wird hier gerühmt, dass 525 Millionen Euro Mehrausgaben gemacht werden können und insbesondere auch, dass rund 37 Millionen Euro Neuverschuldung nicht stattfindet. Also wenn ich mir den Katalog des Nachtragshaushaltes anschaue, ist es natürlich in der Tat Ergebnis einer Gegenrechnung von Mehrausgaben und Minderausgaben, die letztendlich glücklicherweise dann zu dem Ergebnis führen, dass 37 Millionen Neuverschuldung nicht entstehen müssen. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass hier erhebliche Mindereinnahmen in der Zukunft entstehen werden. Ich denke nur auch an die Sache mit dem Zementkartell. Das ist zumindest jetzt hier in 210 Millionen Euro Mehreinnahmen ein Punkt, der in Bezug auf solche Kartellverfahren der Zukunft wegfallen wird. Ganz besonders möchte ich aber betonen, dass eine Änderung im Haushaltsgesetz im Rahmen des Nachtragshaushaltes hier noch nicht angesprochen worden ist. Und letztendlich elementar auch dazu führt, dass die Piratenfraktion diesen Nachtragshaushalt ablehnen wird. Und zwar, wir schreiben heute den 27.11.2013, das Jahr ist fast vorbei, und drei Tage vor Beginn des Monats Dezember fällt der Landesregierung plötzlich ein, dass man noch mal das bekannte Dezemberfieber auslösen könnte, und zwar durch eine Änderung von § 9 des Haushaltsgesetzes. Diese Änderung schafft jeglichen Anreiz zu wirtschaftlichem Verhalten durch die Bildung von Ausgaberesten schlechterdings ab. Die Bildung von Ausgabenresten hatte bis 2011 die Funktion, das sogenannte Dezemberfieber zu verringern und ganz zu vermeiden. Es sollte verhindert werden, dass kurz vor Ende des Haushaltsjahres noch so viel Geld ausgegeben wird, dass der Haushaltsansatz möglichst vollständig ausgenutzt wird, und zwar weitgehend unabhängig von der jeweiligen Wirtschaftlichkeit der dort getroffenen Ausgaben. Die Bildung von Ausgaberesten bedeutet, dass erlaubt wird, die Differenz zwischen tatsächlichen Ausgaben und Ausgabenansatz ins nächste Jahr zu übertragen oder zumindest einen Teil davon. Die Landesregierung bzw. die beschließende Mehrheit im Landtag hatte im ursprünglichen Haushaltsgesetzestext für das Haushaltsjahr 2013 zwar diese Möglichkeit theoretisch belassen, allerdings gab es eine absolute Obergrenze für den Gesamthaushalt, die auf null abgesenkt wurde. Sie ist nachzusehen im Einzelplan 20. Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz wird nun eine Änderung im Gesetztext vorgeschlagen, die die Obergrenze für solche Übertragungen gänzlich aufhebt. Ich kann nur vermuten, dass es ein Versehen im ursprünglichen Haushaltsplan 2013 war, den entsprechenden Titel komplett auf null zu setzen, was offenbar hilfloser Sparwut oder gar Not resultiert. Nun könnte man meinen, alles ist gut. Durch die Änderung des Gesetzestextes im Nachtragshaushaltsgesetz die Bildung von Ausgaberest ohne absolute Obergrenze möglich und so Anreize zu wirtschaftlichem Verhalten weiterhin vorhanden. Das ist jedoch nicht der Fall. Und deshalb lehnen wir den Nachtragshaushalt ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.